Was geht ab, Freunde? René von Viel FIFA hier und herzlich willkommen zur 14. Folge der Serie Let's Kill in die erste Liga. Ja, meine lieben Freunde, ich habe heute leider nur Zeit, um ein Spiel aufzunehmen, deshalb dachte ich mir mal, mache ich lieber ein Spiel mit der Facecam anstatt zwei ohne, weil ihr wollt immer schön die Facecam sehen, wie ich hier abgehe und so. Ja, wir sind hier bisher in Liga 8, haben 6 Punkte erreicht und wollen auch gar nicht lange zögern und direkt mit dem Spiel starten, damit das Video auch heute Abend noch online kommt. Ja, wir spielen heute mit unserer Goldmannschaft natürlich und ich werde auf jeden Fall auf euren Vorschlag eingehen. Ihr habt ja vorgeschlagen, ich soll für jedes Spiel, also dass ich jetzt gewinne, mir einen neuen Goldspieler bei der Bronzemannschaft dazu kaufen und dann da mit so einem Team machen, ne? Und das werde ich natürlich auch machen. Wir werden eine zweite Goldmannschaft oder zweite Silbermannschaft aufstellen. Werde ich nochmal gucken, wo es geilere Skiller gibt. Es gibt ja auch viele geile Silberskiller. Es steht hier, warte auf Gegner, aber verstehe ich nicht. Warum ist denn da kein Gegner drin? Hä? Was ist denn los hier, Alter? Ey, was ich hab gelernt oder was? Ja, wir müssen da nochmal suchen anscheinend. Also gehen wir jetzt hier wieder zurück und drücken jetzt nochmal die Starttaste auf der Xbox One. Ja, habe ich vergessen zu erwähnen, das ist jetzt auf der Next-Gen-Konsole. Ihr habt ja den Controller. Joa, dann geht's jetzt auch direkt los. Ja, wir suchen wieder den Gegner, hoffen, dass wir einen gefunden haben und haben ihn, Junge. Jettach. Ja, hat er schöne Trikots hier. Und jetzt schauen wir uns auch mal direkt sein Team an. Weil ich bin halt voll gut gelaunt. Ich weiß, ich hätte gerne zwei Spiele gemacht. Aber ja, was soll man machen? Rendern, hochladen, dauert alles zu lang. Ja, dann Colocini, der Innenverteidiger mit seinen Haaren. Ramirez, Steven Gerrard, oloi, oloi. Oh, vorne Sturridge und Jovetic, beide 4-Sterne-Skiller und Coutinho, glaube ich, auch 4. Ja, dann geht's auch direkt los mit der Partie, meine lieben Freunde. Los geht's. So, dann geht's auch direkt los, Freunde. Wir haben Ben Arfa am Ball, mein Headset ist gerade an. Das ist die Kinect-Kamera, der Typ denkt sich auch wahrscheinlich. Emma, mit wem redet der denn da? Ja, Emma, ich rede gerade mit dir, ne? Du bist gerade auf YouTube, du Sack. Ja, egal, komm, jetzt geht's auch direkt los hier, der Gegner auf dem Angriff. Oh, 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 das sieht gar nicht gut aus, aber wir leiten direkt den Konter ein. Boah, ist das eine geile Grafik, ey. Also, wenn man jetzt 2 Tage kein FIFA 14 gespielt hat und sich das nochmal anschaut, ist die Grafik echt top, muss man sagen. Genüsslich, hör mal, genüsslich. Hier, ja, Turop, Turop, Dumble, Scoop, Turn, der Gegner kommt nicht hinterher. Komm da, hol dir den Ball. Ob ich den vernascht, hör mal. Also, wenn ich so abgezogen werden würde, ich hätte die Konsole schon längst ausgemacht, aus dem Fenster geworfen. Also, das geht aber ganz und gar nicht. Jetzt haben wir Assai, die Lamborghini mit dem Rabonafeld. Geht rein mit dem Mirror Elastico, weiter mit dem Job. Der Gegner kommt nicht hinterher. Jetzt hauen wir den Finesse-Shot raus. Aber der Gegner dazwischen. Scheiße. Oh, schöner Pass mit dem Außenriss auf Sturridge. Nein. Oh, was für eine Parade hier vom Keeper. Aber da glänzt er richtig hier, der Wichniarek oder wie heißt der? Keine Ahnung, wie der hieß. Ah, nee. Alujev, Mamujev, Vodkavic, weiß ich nicht. Shit, egal, die Ecke. Oh, oh, was macht der Torwart denn da? Habt ihr das gesehen, Freunde? Guckt ihr da einfach. Ach ja, Malafev heißt der. Was ist denn los mit dem? Hat der eine Wodka vom Spiel gesoffen oder was? Guck mal, die Ecke, der Ball geht an die Latte und der guckt da. Wo ist der Ball? Wie so ein Idiot, Alter. Scheiße, ey, was denn hier los? Ey? Wir brauchen unbedingt eine neue Mannschaft. Die sind alle hier zur Rille, Alter. Die spielen auf Rille. Egal, jetzt kommt der Angriff hier auf Rille von Asaidi. Nimmt jetzt mal Colocini auseinander, aber verliert den Ball. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt zieh ich mal wieder meine Brille auf und dann hau ich mal die Skills raus. Ja. Oh, Luis Neto mit dem zweiten T, wo Neto ist. Jetzt geht er rein mit dem Javic Gawu Huyabu Chisamu Zaramu Tayauka. Was habe ich da gerade gelabert überhaupt? Scheiße. Ey, Mann, was macht denn Diarada, ey? Oh, 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 Storage, der ist schnell, der sagt, der ist schnell. Oh, nein. Der Gegner mit dem Tor hier zum 1:0. Ja, Storage, aber das ist einfach eine Pace-Note und der kann 4-Sterne-Skills, also Top-Spieler. Kacke, Mann. Scheiße. Mann, Freunde, wir müssen aber in der zweiten Halbzeit einen gewaltig drauflegen, sonst kann das Ganze hier noch ganz schön böse ausgehen. Da oben ganze Polizei da, oder was ist da los, ey? Oh, nein, ey. Ja, guck mal, wie schnell der ist, Mann. Was ist das denn? Das ist so unlogisch, ey. Das ist so unlogisch. Das ist so unlogisch. Wie kann er denn so schnell sein? Der hat die ganze Abwehr überrannt. Jetzt guck dir die Wiederholungen wieder 20 Mal an. Da kriege ich direkt die Krise, hör mal. Da kann ich direkt den Controller wieder wegwerfen hier. Busufa mit seinem 3-Tage-Milchbad da, hör mal. Gib es doch wohl nicht. Guck mal, rennt einfach, als ob das Slalom wäre, ey. Egal, komm, jetzt aber. Komm, jetzt haben wir hier Adel Tarabt, Junge. Adel Tarabt. Mit dem... durch die Beine. Oh, Skandalis. Oh, ja, ja. Jababa! Schieß doch, Mann! Ich bin heiß, ich bin heiß, ich bin heiß. Ich bin heiß wie eine Dampfmaschine! Lauf da oben, du Schwein, Assaidi! Komm, Digga! Hoppa, hoppa, hoppa! Sweaty, sweaty! Nein, nein, Mann! Ey, der Idiot, ich wollte den Sweaty ausspielen. Ey, der hat es einfach nur verdient, ein Sweaty-Tor zu kassieren, Mann. Das ist so ein Sack! Guck mal, jetzt schickt er wieder seinen schnellen Spieler hier in den Lauf und die gehen natürlich direkt durch. Leck mich doch! Oh, haben wir noch, den haben wir!
Ey, Freunde, das ist doch hier nicht mehr möglich, oder? Das ist doch hier außerhalb des Universums. Komm, komm, geh rein, du Marokkaner. Setz dich doch mal durch, genauso wie ein Tier. Setz dich durch, lauf, jetzt spiel den Pass. Oh, Coloccini mit seinen Haaren, da sieht er doch nichts. Aber komm, jetzt hier haben wir nochmal Tarab weiter auf Remy. Verliert den Ball, du. Komm jetzt hier, Tarab, komm mal, ich will jetzt das Tor. Das Tor muss jetzt kommen. Es muss kommen, es muss kommen. Ecke. Oh, meine Güte, hier ist ja was los hier. Komm, jetzt ein schönes Kopfballtor. Busufa auf den Kopf von den Keeper. Ipa. Oh. Komm, jetzt haben wir hier Ben Arfa. Komm, jetzt will ich was sehen, Digga. Komm, jetzt will ich was sehen. Jetzt will ich was sehen. Jetzt will ich was sehen. Golasso. Stolpert erstmal beim Keeper. Hoppala. Oi, oi, oi. Anschlusstreffer 1:3 nur noch, Freunde. Erstmal mit dem Roulette. Dann zieht er hier nach innen und bam, verwandelt er das Ding hier zum Anschlusstreffer von 1:3. Jetzt muss man einen draufsetzen, Mann. Komm, jetzt der Konter, jetzt der Konter, jetzt der Konter. Assaidi, Assaidi, komm, jetzt, schick ihn. Yo, komm, Tarab, zieh durch, Junge. Das ist der Konter, immer, das ist der Konter. Der kriegt jetzt mal einen Running Waka Waka und dann kriegt er einen Scoop-Turn. Jetzt gehen wir vorbei mit dem Berberspin und dann der Finesse-Shot. Der kommt auf Dira. Warum macht er keinen Fallrückzieher, die holle Olbirne da, ey. Boah, meine Güte. Egal, komm, Netto auf Remy, der zu Pennymarkt. Und jetzt gehen wir an Rewe vorbei. Scheiße, hol ihn doch, Mann. Ey, Mann, ey, scheiße, ey. Der Wahnsinn, Alter, der erste. Ne, ja, Rola, ey. Hallo, ich bin Ranjit, am Posten. Komm jetzt, Assaidi. Komm, Assaidi. Remy auf Diarra, Diarra. Komm on, Digga, Diarra, Diarra. Was macht der Idiot? Oh, ey. Meine Güte, ey, das ist ein Menschenskinder immer. Und jetzt, ja, Hernandez, Chicharito natürlich an allen vorbei. Oi, oi, corre, quitale, yo, ja, was ist denn, oder? Chavo, oi, oi, chavo. Das nennt der Abiturient antizipieren. Ja, ich war selbst Abiturient und hab dieses scheiß Dreckswort nie gesagt. Nie, nie, schieß, geh drauf, oh mein Gott. Ja, komm, jetzt denkt da noch einen auf Zauberer hier, oder was? Ja, komm, du Uri Geller, noch mehr Glück. Was soll das denn, da hast du schwarze Magie benutzt, ne? Alter, ey, da krieg ich zu viel, Freunde, ne? Ey, ich schmeiß gleich einfach den Xbox One Controller weg, ne? Zum Glück habe ich mir noch einen zweiten zugelegt, aber guck da, ey. Mann, ja, drück weg, Mann! Drück die Scheiße weg! Boah, ey, jetzt pfeift er doch eh direkt. Ja, guck, da spiel ich den Ball direkt vor die Füße. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Wir haben das Spiel natürlich verloren. 4:1. Meine Güte, ey. Ich bin voller Agur, der aussieht, Mann. Guck mal, geh mal zum Friseur, ey. Boah. Ja, alle ringen sich auf. Remy, unser Franklin von GTA 5. Alle ringen sich hier auf. Ja, meine lieben Freunde, tut mir leid, dass ich das Spiel verloren habe. Aber ich fand, unserer Meinung nach waren wir besser gewesen. Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Und da unten diese ganzen Fotografen, da die kriegen auch noch 50 Cent für ein Foto. Ey. Guck mal, da links wächst Busch am Stadion. Was ist das denn? Guck mal, die Zuschauer können gar nichts sehen. Das ist einfach nur Busch. Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann jetzt hier auch vom 14. GTA 5. 14. Ja, ich bin völlig verwirrt gerade. Von der 14. Let's Skill-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über Likes freuen. Schafft mal wieder die 1000 Likes. Euer Öni ist jetzt raus. Ich hoffe, das Video kommt heute noch online, also am Montag. Wenn nicht, kommt es Dienstag online. Alles klar. Haut rein, meine lieben Freunde. Und abonniert unseren Zweitkanal, Feel Gaming TV. Habe ich am Ende nochmal verlinkt. Und ciao!